Juhu, Runde 9, es geht weiter. Oh mein Gott. Ah, es ist nicht unser. Das ist die Kopie. Billiges China-Imitat. Ein fairer Kampf zwischen Rebel Falcon Class Escort, Lannister Millennium Falcon 1. Oh mein Gott, das ging schnell. Ja. Tot. Noch ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hör mir auf, du. Hör mir auf. Ich will das gar nicht sehen. Ich weiß schon, was passiert. Wir gucken mal in die Reports. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wo ist das denn? Das ist dieser Asteroid Distress Call. The climate is killing us. Aber ich dachte, die können da überleben. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. We are in control of the planet. Das klingt sehr gut. Captured. Klingt nicht gut. Okay. Können kolonisieren. Alexandria, ja, ist von ihm was aufgenommen. Explosion Detected. The name of the ship was Millennium Falcon 1. Das war nur diese Kopie. Naja. Oh! Ja, neues Schiff. Aber das hier. Oh! Okay, der ist nicht so krass. Wir haben einen Meteoreinschlag registriert auf CT Helios. Aber das Krasse ist, dass der Meteorit einfach richtig krasse Ressourcen mitgebracht hat. Jetzt müssen wir schauen, wo CT Helios ist. Man kann ihn auch anhand der ID suchen, 16. Das klingt sehr interessant. Das kommt mir bekannt vor, aber vielleicht bilde ich mir das jetzt nur ein, weil ich es will, dass es so ist. Planetenscan vom Kollegen, okay. Patriot Class, Minefield. Minefield. Zwei Enemy Minefields. Interessant. Zweites Minenfeld, dann schauen wir mal. Ah, der Hundeleser. Das habe ich nicht gesagt. HMS Guardian, was baut der denn hier Schönes? Ah, okay, okay. Schönes Schiff. Was hat der hier? Ah, Sagittarius haben wir gerade auch. Das hier ist Red 1. Zwei Frachter, okay. Hui! Der ist schon bis hier vorgerückt. Er kommt von da. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist gar nicht so einfach hier. Wir müssen uns jetzt echt konzentrieren, glaube ich. Gucken, was er hier so gefunden hat. Reptilien, Monarchie, schön. Ja, wir müssen auf jeden Fall dorthin. Nö. So. Und wir brauchen Fuel. Ich sag mal 100. Machen wir mal für später, falls wir irgendwas vergessen. Muss ich nur mit meinem Kollegen klären, dass der da noch was überlässt und den Planeten nicht erobert und hibbeldi, hibbeldi, hibbeldi. Ich bin so aufgeregt. Ach ja, wir wollten ja diesen Planeten suchen. Mein Gott. Ist es der? Ist es der? Nein, ist er nicht. Der vielleicht. Oder der. Ah. Okay. Map Tools. Search. ID 16 war das. Planet Find. Oh, dieser Drecksack. Dieser Drecksack. Nein! Wie gemein!
Ich will es haben. Auf seinem besten Planeten. Eieiei. Naja, Glück muss man haben. Wenn man Wahn heißt. Oder im Wahn ist. Scheiße, der hat den... Ich werde wahnsinnig hier. Jetzt fliegt der hier entlang. Hier ist auch ein Schiff. Weil da jetzt Minen liegen. Kacke, kacke, kacke. Also das können wir hier vergessen. Was haben wir denn hier entdeckt? Also wir kommen da jetzt schwer vorbei, weil wir können ja nicht hier rüber. Wir können natürlich fliegen und sagen, ey, okay, ist mir egal, ob du mich siehst. Amphibien. Ich habe die Mega-Credits nicht abgegeben. Nein. Ich bin so blöd. Ja, dann fliegen wir halt zurück. Ist doch okay. Wie gut, dass auf dem anderen Schiff auch genug Ressourcen sind, um diese Minenbasis zu bauen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das muss rüber, das muss rüber, das muss rüber. Na? Oh, falsch rum. Das muss rüber, das muss rüber. Basis. Hoffentlich geht das. Yeah! Die können immer noch nicht überleben. Das verstehe ich nicht. Vielleicht sind es zu viele, aber es steht auch 20.300 von 0. Ah, wir schauen mal. Auf jeden Fall. Ja, gut, jetzt fehlt Geld, um zu bauen. Ich werde bescheuert, ey. Fakt ist, wir brauchen Supplies. Wir können natürlich wieder auf Geld warten. Oh. Bringt mehr, ne? Bauen mal 5 Minen. Shit, ey. Nein, machen wir nicht. Wir warten. Mission. Sensor Sweep. Mal wieder fehlt die Musik. Also. Also das Gute ist, an der Stelle, wir wissen jetzt, er ist von hier darüber geflogen. Ich glaube, es war das gleiche Schiff. Bin mir fast... Ich gucke lieber nochmal nach. Wenn es ein anderes war, dann... Ist das nicht gut? Wir sehen die ID leider nicht. Doch hier, 18. Wir können jetzt in der Time Machine eine Runde zurückgehen. Und das ist jetzt die komplette letzte Runde. Dann gucken wir hier in den Combat Record. Und da sehen wir, alles klar. Das Schiff mit der ID 18 hat Alexandria angegriffen, deswegen war es das gleiche. Falls man mal was nachgucken will, einfach in die Time Machine. Return to now. Ich bin entzückt, also wirklich. Das heißt, er hat jetzt von hier aus nur noch dieses Ziel, was wichtig für uns ist. Von hier kann er leider auch unentdeckt hier rüber. Wir können jetzt den Planeten zurückerobern und können hoffentlich ja, irgendwie das verteidigen. Ja, müssen wir mal schauen. Wir schauen uns mal den Sagittarius an. Ich muss irgendwann später Namen vergeben. Ich kann jetzt.
ist so stressig. 100 davon und da. Quatsch, brauche ich gar nicht. Ich brauche nur einen. Die Schiffe brauchen nur ein Neutronium mindestens, damit die arbeiten können. Er soll ja eh nirgendwo hinfliegen. Haben wir ja kein Geld für. Build Fighters. 1000. Nee, das... 100? Ah, okay. 20. 30. Okay, das heißt, er kann 30 Fighter pro Runde bauen. Ach, das geht sogar automatisch. Das ist doch schön. Hier sollte also keiner mehr hinkommen. Das heißt, wir können... Na, ich mache jetzt noch was anderes. Liebet und vermehret euch. Tun sie hoffentlich. Ah, sehr cool. Jetzt kann ich bis auf 85 Defense Posts aufstocken. Das heißt, es lohnt sich schon richtig krass. Ja, kriegen wir jetzt hier auch 456 Credits. Das ist, es läuft doch, es läuft. Das heißt, das ist jetzt einer unserer wichtigsten Planeten. Weil wir hier am meisten Geld kriegen. Das lohnt sich schon fast, hier die Steuern noch ein bisschen raufzutreiben. Könnten jetzt das 10 Runden so lassen und dann, wie viel kriegen die denn wieder? Oh, 5 noch. Wir brauchen ja Geld. Ich mache einfach den hier, dann kriegen wir jetzt 1200. Das heißt, wir machen das 3 Runden und haben dann 3600 Credits. Vorausgesetzt, der Planet überlebt das 3 Runden lang. Das werden wir natürlich sicherstellen, indem wir sagen, nein, wir bauen keine Factories, sondern wir bauen Defense Posts. Ja, machen wir so. Und er ist leer und fliegt nach Hause. Okay, wir werden mit dem hier einfach das Spielchen weiterspielen. Hier ist ein Clan drauf vom Gegner. Das heißt, wir setzen da jetzt einfach mal nur weil wegen der Sicherheit 10 Stück drauf. Das schaffen die also. Und für dort drüben wählen wir Rebel Ground Attack. Aus folgendem Grund. Der Planet wurde angegriffen. Dann sind die immer ein bisschen böse, die Natives. Wir wollen die aber haben, die da drauf sind. Und wollen, dass die glücklich sind. Deswegen nehmen wir Rebel Ground Attack, weil das die Natives glücklich macht. Hey. Das ist mega die gute Idee. Tja. Und hier auf dem Asteroiden müssen wir irgendwie ausharren. Shitte. Aber wir haben wenig Tritanium, ob ich hier was mitnehmen könnte. 9. Warum nicht? Können wir denn mit dem noch rumfliegen? Oder hat der gerade zu tun? Das weiß ich gar nicht mehr. Also wenn er nur rumsteht, das wäre jetzt auch nicht unbedingt gut. Nö,
Dann könnte man nämlich hier... Okay, der kriegt nur 7. Hier sind 32 drauf. Dann fliegen wir doch hier zurück. Nehmen das in der nächsten Runde mit. Und dann können wir nämlich mit den Supplies, die wir hier produzieren werden, hoffentlich... Also ich kann doch schon... nichts verschwenden. 6 kann ich schon mal machen. Jetzt sind wir gleich wieder bei 100 in der nächsten Runde. Mit den Supplies können wir dann Fighter bauen. Das, Molybdenium kriegen wir hier relativ schnell zusammen. Das kriegen wir auch relativ schnell, aber da ist halt nicht viel über. 300 muss man erstmal ausgeben, bis man, also für Fighter. Und wenn wir die beiden Carrier voll haben oder einsatzbereit, was sie jetzt gerade nicht sind, dann können wir auch hier weitermachen. Ich muss jetzt nur mal zusehen, dass ich auch etwas aus dem Hangar bekomme, was effektiv Minen auflösen kann. Eieiei. Ist die Frage, ob das schon unser nächster Einsatz hier sein wird. Mit dem Bau. Schauen wir mal an, was wir dafür Laser brauchen. Minesweeping Laser 1. Das heißt, der macht pro Runde eine Mine kaputt. Man sieht hier, dieses Minenfeld besteht aus 139 Minen. Das heißt, wir bräuchten mit bei einem Schiff, das ein Laser hat, 139 Runden. Ja, das ist... Nee. Bei einem Schiff, was 4 Laser hat, was durchaus realistisch sein kann, dass wir was haben irgendwie... bräuchten wir immer noch mehr als 30 Runden. Das heißt, das ist keine Option. Das ist immer noch keine Option. Das ist auch keine Option. Das wird schon besser. 25, 36. Ja gut, es wird konstant besser. Dann ist die Frage. Machen wir das? Mal sehen. Beam Weapons 4, 2... 2, nix, nix, 4, aha, der kostet nur ein bisschen mehr Geld, allerdings ist der, ne, also, 3, 1, 4, der ist ein bisschen teurer. Warum immer gut, der hat 2 Engines. Man braucht mindestens 2 Engines, um andere Schiffe ziehen zu können. Aber ich glaube, unsere Wahl... fällt tatsächlich auf dieses kleine Ding. Wir müssen ja auch sparen. Und der hat trotzdem 4 Beam Weapons. Okay, sagen wir mal, wir bauen einen Disruptor ein. Das geht sogar. Bauen wir dann noch... Nee, das geht nicht. Übernächste Runde würde das gehen. Das geht ganz knapp nicht. Was wir machen können... Was wir jetzt vielleicht auch mal machen... Wir können auch sagen, der kriegt gar nichts hier. Schauen. Man kann natürlich auch eintauschen. Die Musik ist wieder da. Hey. Ich war bestimmt schon wieder weg. Ich merke das leider nicht. Wir können das hier eintauschen. Dann haben wir allerdings auch weniger, um Fighter zu bauen. Ich sag mal, wir wollen 150 Fighter bauen. Mal 5 sind... irgendwas über 500... 750 oder so. Das heißt, wir können schon 1000... wir uns gönnen. Wir kriegen ja auch pro Runde 260 dazu. Das heißt, wir haben nächste Runde wieder fast 1000. Das kann man schon machen.
Man kann den Rest ja wieder zurücktauschen. Hahaha. Ja, das wird wohl so funktionieren. Bildchip. Bauen wir den jetzt mit Torpedo-Launcher? Der Unterschied sind 300 Credits. Was, wenn wir das nehmen, dann sind der Unterschied 1000 Credits. Wir schauen uns das nochmal an. Proton-Torpedos. Nö. Interessant, Damage. Der macht 5 Damage mehr als der. Kostet nur einen. Ich glaube, ich nehme... Ich versuche mal Mark 3. Das geht sogar. Mark 3, wir müssen ja auch welche bauen, also die sind jetzt nicht automatisch da. Die muss man kaufen und wenn man damit schießt, sind die halt verbraucht. Deswegen sollte man sich das leisten können. Es wird ein gutes Schiff. Und das hier zahlen wir nur einmal. Das heißt, der kostet eigentlich so 442. Es bleiben fast 300 über. Das heißt, wir könnten nächste Runde noch einbauen. Das finde ich gut. Dann haben wir auch mal Waffen erforscht. So kann ja nie angehen, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dann kommen wir hier auch ganz schnell wieder raus. Was machen wir jetzt mit dem Transporter? Der könnte... Erstmal seine mickrigen Ressourcen abladen. Ah, da fehlt's an Duranium. Ui, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, das kleine Schiff kriegen wir hin. Ach genau, der wollte ja hier hinfliegen. Habe ich mal gehört. Genau. Ah, gut, dann, wir brauchen ja noch Sachen. Eieieiei. Wir nehmen weniger mit. Wir nehmen nur 80 mit. Oder? 20? Ja, 20. Dann nehmen wir... Oh, shit. 80 Credits mit. Das reicht genau für 20 Factories. Hier sind keine Natives drauf. Das heißt, wir müssten eigentlich Geld da reinpumpen. Wir haben aber keins. Und der kommt einfach mal mit. Ja, was sollen wir tun? Wir verbleiben so. Er baut lustig weiter. 30 Stück. Wir können ja auch nächste Runde gar nicht 150 bauen. Oder? Nee. Können wir denn hier noch was ändern? Macht das Sinn? Man könnte sich mal überlegen, ob man hier nochmal 100 ausgibt. Nee, das spare ich mir noch.
So, vorausgesetzt, hier kommt jetzt nicht nächste Runde einer an, sind wir, glaube ich, relativ sicher. Weil der hätte dann 30 Fighter in petto hier. Das wird schon gut gehen. Hier hatten wir 80 Defense Posts. Da könnte man auch mal auf Maximum gehen. Wieso haben wir keine Factories? Was haben wir überhaupt hier gemacht? Wir haben bestimmt wieder auf Geld gewartet. Oh, hier müssen wir die Steuern senken. Die sind unzufrieden. Sonst. Aha. Wir müssten eigentlich noch mehr Minen, also erst Minen bauen und so. Und man könnte natürlich auch überlegen, ob man den noch pusht. Der ist jetzt allerdings von... Na, wo ist das Q? Gruß. Von diesen drei Planeten, ach nee, den Air wollen wir jetzt auf jeden Fall sehr doll angreifbar, deswegen schicke ich da jetzt kein unbewachtes Schiff hin. So, hier unten haben wir noch was. Dum-dum-dum-dum. Transfer. Bertram. Wir können mit Bertram noch mal auf Erkundungstour gehen. Aber ich hörte, wir wollen das nicht. Wir machen das trotzdem. Ich weiß nämlich sonst nicht, was wir hier anfangen sollen mit dem angebrochenen Tag. Haben wir vergessen den? Ach nee, das ist Amorphus. Okay. Wir könnten hier nochmal was absetzen, aber das macht keinen Sinn, da mit dem dahin zu fliegen. Das ist nämlich gefährlich. Wir fliegen nach Van Manas. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind das 2? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, wird schon irgendwie gehen. Weil das dann auch nicht mehr unser Bier ist. Vielleicht sollten wir nur diese Route hier vorschlagen. Dann brauche ich nur 1, 2, 3, 4, 5. Was macht der Planet? Es wird gefördert. Juhu. Mit dem nächsten großen Transporter werde ich dann wahrscheinlich den äußeren Planeten hier bevölkern, damit wir auch Tritanium bekommen. Wir müssen zwar hier erstmal Uranium rauskommen. Hier kriegen wir schon Molybdenum. Das ist alles sehr kritisch. Oder wir tun hier noch ein paar Kolonisten drauf, um die Verteidigungskraft zu erhöhen. Temperatur sind okay. Ja, gut. Das hopp ich durch hier. Schauen wir mal, was die anderen noch so gefunden haben, wenn sie irgendwas gefunden haben. Nö, die sind hier nicht weiter. Wo sind denn die Schiffe von denen? Vor allen Dingen, wo ist das andere Schiff hier, was da war und nicht mehr da ist?
Scheibenkleister. Hä? Aha. Aha. Der hatte doch mal... Oh. Ich könnte schwören, der hatte mal mehr Schiffe hier unten. Wir schaffen das schon. Allerdings ist hier noch ein zweites Schiff mit Torpedos. Was, ja, Shit, 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 shit. Der kriegt Supplies und alles. Ich gehe mal die Planetenliste durch. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Idle. Hier können wir nichts tun auf Planet X. Next. Hier können wir was tun. Sehr gut. Hier bauen wir nochmal 20 Factories. Und ich denke, wir bauen das auch aus. Also, sagen dem ja. Verteidigung lasse ich mal. Auch wenn wir hier am äußeren Rand von der Geschichte hier sitzen und der hier drauf fliegen kann. Lieber noch eine Runde Factories. Und danach damit anfangen. Ja. Wir können übrigens auch Planeten, wo wir eigentlich nie irgendwas machen können, oder in den nächsten Runden nicht, mit zwei Häkchen markieren. Die tauchen dann gar nicht mehr da auf, es sei denn, wir markieren, also wählen sie einzeln an und entfernen diese beiden Häkchen wieder. Die wären dann sozusagen immer bereit. Hier macht es allerdings keinen Sinn, das ist ja unser wichtiger Rohstoffplanet. Können wir die eigentlich auch umbenennen? Nee. Schade. Können wir was bauen? Nein, wir haben keine Supplies. Also, nächster. Können wir was bauen? Nö. Das ist hier. Jaha. Ah. Ich denke, wir bauen nächste Runde einfach 20 Defense Posts. Weil wir kriegen noch Geld. Und 20 Factories. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kostet auch nur 200. Wenn wir jetzt allerdings noch eine Runde warten mit dem Transporter, der jetzt noch nicht unbedingt dahin muss, dann können wir. Hätten wir in zwei Runden schon 1000 Credits mehr. Sonst müssten wir mindestens noch eine Runde warten, allerdings könnten wir dann auch mehr Geld mitbringen. Moment, wir kriegen drei Runden lang Geld hier auf dem Planeten. Der fliegt dahin. Eine Runde, zwei Runden, drei Runden. Das ist gut. Das, wir lassen das so. Dum, dum, dum. Hier machen wir nichts. Hier könnte man irgendwann mal Geld sammeln. Der ist aber jetzt erst, da haben wir nichts mit am Hut. Unwichtig. Einfach unwichtig. Ich könnte hier nochmal aufs Gas gehen. Boah, wir sind da echt am Limit. Uhu, ich liebe dieses Ding. Schalalala. Schalalala. Das muss klappen. Das muss einfach klappen. Wir brauchen da so schnell wie möglich Fighter. Scheiße, scheiße, scheiße. So, der hier. Hm, wir haben noch Supplies über. Geben die aber nicht aus, weil wir die vernünftig nutzen wollen. Das ist weise. Das ist sehr weise. Was nicht weise ist, dass wir noch keine Minen haben. Da
Wir können einfach trotzdem Minen bauen, denn wir kriegen nächste Runde 60 Factories. Hätten dann 117 und können das ganze Geld sowieso nicht verbraten. Das heißt, würden wieder welche überbleiben. Dann nehme ich doch lieber das. Und dann kriegen wir immerhin ein paar Ressourcen. Yes. Der ist auch durch. Hier passiert nichts. Da könnte man irgendwann mal Ressourcen abholen. Ist die Frage, ob ich das vielleicht nicht erst machen sollte. Wir kriegen hier schon 120 von Tritanium zusammen. Ein bisschen Duranium. Für eine Basis reicht das nicht. Da sammeln wir hier lieber auf dem Weg noch ein bisschen ein und erkunden. Kann man aber auch gut besteuern. Monarchie ist noch unterpartizipatorisch. Okay. Also wenn er von zwei Seiten angreift, dann... Ah, ich weiß auch nicht. Mir fallen nur böse Wörter dafür ein. Hier können wir auch nichts machen. Obwohl... Der entwickelt sich langsam. Ich glaube, in zwei Runden können wir eine weitere Fabrik bauen. Mal schauen. Wie viele Planeten wir haben? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Hier dasselbe Spiel. Oh, da haben wir das schon gemacht. Und hier können wir wirklich gar nichts tun. Da müssen wir nächstes Mal nicht so viele Planeten durchgucken. Können wir auch nichts tun. Und da haben wir sie alle durch. Dann machen wir das nochmal bei Schiffen. Na. Ich weiß nicht, warum Planeten immer durch die Gegend fliegen wollen. Mal auf Idle. Da mache ich das schon automatisch oft, wenn ich die durch habe. Wir brauchen dafür... wir haben keinen Treibstoff. Ah. Ich habe ja auch hier... Nee, doch, das habe ich gemacht. Also wenn er hier weiterfliegt, dann kriegen wir diesen Planeten noch und dann haben wir noch 4 Fuel über. Wenn wir die ganzen Clans runter haben, könnten wir bis zum nächsten Planeten kommen. Oder wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Der ist eigentlich auch immer fertig. Den stellen wir auf... Wo ist es? Minesweep. Und das nächste Schiff, der fliegt darüber. Auch auf Minesweep. Der kriegt 24 Minen pro Runde geschlachtet. Aber der hat nur 2 X-Ray Laser. Es scheint irgendwie sich... Ach nee, X-Ray Laser waren... Aber 12? Ach nee, Webmines 32. Interessant, das scheint sich anders zu berechnen. Dann dürfte der, den wir dann noch bauen, wahrscheinlich sehr effektiv sein in der Hinsicht. Und auch sonst als Schlachtschiff taugen. Wenn wir das hier geklärt haben und der hier oben rumschwirrt, dann können wir hier dicht machen und den langsam einkesseln. Das klingt bestimmt total abenteuerlich. Egal. Wir machen das einfach. Ach ja, wir können noch mehr Clans mitnehmen. Clans, 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 Clans. Schiff haben wir gebaut. Schiff haben wir gebaut. Alles ist fertig. Wir sind cool. Und damit würde ich sagen, beenden wir unsere Runde. Bis nächste Mal.